Am vergangenen Samstag begann für die Schleife Faustballer der Punktspielbetrieb in der Hallensaison 2016-2017. Für das neu formierte U10-Team sollte es eine erste Standortbestimmung sein. Die Lok empfing die Mannschaften des FSV 1911 Buschfelde, der SG Bademäusel und des SV Energie Görlitz. In der Auftaktpartie gegen den FSV Hirschfelde hatte die Lok zunächst leichtes Spiel. Die Hirschfelder mussten ersatzgeschwächt ins Spiel gehen und auf ihre Spielmacherin verzichten. So gelang es der Lok, sich schnell abzusetzen und den ersten Satz mit 11:4 für sich zu entscheiden. Im zweiten Satz brachte die Lok dann mit Charlotte Wierig, eine Spielerin, die erst vor 2 Monaten mit dem Faustballspielen begonnen hatte. Da sich die Spieler aus Hirschfelde auch deutlich steigerten, entstand eine offene Partie. Auf Schleifer Seite wechselten sich tolle Angriffszüge mit teilweise auch unnötigen Fehlern ab. Am Ende war es dann wahrscheinlich die doch etwas größere Routine der Schleifer Akteure, die den Ausschlag gab. Der Lok gelang es, dem Rückstand, den man von Satzbeginn an hinterherlief, auszugleichen und damit eine Verlängerung des Satzes zu erzwingen. Am Ende des Satzes hatte die Lok das Glück des Tüchtigen auf ihrer Seite. Mit 15:14 holte sich die Lok den Satzgewinn und entschied damit das Spiel mit 2:0 für sich. In ihrem zweiten Spiel standen die Schleifer Akteure dann der SG Bademäusel gegenüber. Im Gegensatz zum Hirschfelde-Spiel entwickelte sich hier von Anfang an eine Partie auf Augenhöhe. Eins zurück, lang stehen bleiben. Gut, 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 reicht, Alex. Beide Mannschaften konnten insbesondere durch ihre Abwehrarbeit überzeugen. Leichte Vorteile hatte die Lok lediglich bei der Angabe. Die leichten Vorteile bei der Angabe reichten am Ende aus, um sich zu Beginn des ersten Satzes einen leichten Vorsprung herauszuspielen. Also kurz auf, gleich nochmal. Also weg. So los, jetzt selber runter hier, kommt! Mit Glück und Geschick gelang es der Lok dann auch, diesen Vorsprung bis zum Ende des ersten Satzes nicht mehr abzugeben. Schleife gewann den ersten Satz 11:8. Oh, noch einer noch. Ja. Dine. Im zweiten Satz startet die Lok dann wieder mit veränderter Formation. Lotti, ein bisschen. Jetzt Lotti, kleines bisschen. Trotz einiger Fehler bei der Annahme und beim Zuspiel blieb die Lok auf Augenhöhe mit dem Gegner. Im zweiten Satz gelang es keiner Mannschaft, sich entscheidend abzusetzen. Wie schon im Spiel gegen Hirschfelde hatte die Lok das Glück des Tüchtigen auf ihrer Seite. Alex Lang. Mit einem 11:9 Satzgewinn holte sich am Ende das Schleifer-Team den 2:0 Sieg. In ihrem letzten Spiel des Tages stand die Schleifer-Lok dann dem SV Energie Görlitz gegenüber, der bis dahin auch beide Spiele gegen Hirschfelde und gegen Bademäusel mit 2:0 gewonnen hatte. Da das Görlitzer Team in der zurückliegenden Feldsaison 3-mal knapp der Lok unterlegen war, war man nun besonders motiviert. Starke Angabe! Die anwesenden Zuschauer
bekam eine klasse Partie zu sehen, in der sich beide Mannschaften nichts schenkten. Im ersten Satz leisteten sich die Görlitzer Spielerinnen und Spieler einige Angaben und Rückschlagfehler. Die Lok nahm diese Einladung dankbar an. Mit tollen Angaben und sicheren Rückschlägen ging die Lok in Führung und holte sich mit einem 11:7 die 1:0 Satzführung. Kurze Passe. Jawohl, nehm auch mit. Im zweiten Satz lief dann überraschenderweise bei der Lok nicht mehr viel zusammen. Trotz des Gewinns des ersten Satzes wirkte die Lok deutlich verunsichert. Ja, stopp! Fehlangaben und Rückschlagfehler der Schleifer Mannschaft machten es dem SV Energie Görlitz möglich, schnell davonzuziehen. Starke Angabe! Mit einem 11:4 erzielte Energie Görlitz den Satzausgleich, sodass ein dritter Satz über das Spiel entscheiden musste. Ah, Alex, Alex, locker Angabe. Im Entscheidungssatz hatte Görlitz zunächst einige Vorteile. Ah, passiert, Alex. Mit tollen Angaben und einer deutlichen Steigerung in der Abwehr kam die Lok jedoch zurück. Beim Stand von 10:8 hatte Fleife dann zwei Satzfälle. Und? Görlitz passte es noch, den ersten abzuwehren. Die darauffolgenden Angaben passte wieder. Der Jubel auf der anderen Seite war groß.